So, bin ich zurück bei Magica und ja, es sieht so aus, als ob es nur noch ganz, ganz wenige sind, die wir hier erledigen müssen. Der erste rennt gleich schon in die Minen rein, der andere, den locke ich einfach in die Minen rein, weil sie einfach nur zu mir rennen. Was bedeutet, dass sie zwangsläufig in die Minen rennen, da ich sie ja hinter mir aufstelle. So, wenn ich jetzt noch den hier eben ausschalte, sollte es das gewesen sein. Also ich sehe zumindest jetzt hier von denen, die mich verfolgt haben und alles, keine mehr. Aber hier hinten sind natürlich noch welche. Es ist... Wehe, jetzt kommt nochmal so ein Kampf mit so einem fetten Scheißhaufen von Gegner. Und ganz, ganz vielen Gepanzerten. Diese Gepanzerten regen mich schon richtig auf. Weil die einfach ein bisschen sehr stark sind. Weil man die nur mit den Minen irgendwie teilweise dann ausschalten kann. Und das ist schon ein bisschen, naja, kacke. So, der springt erstmal genau auf die Minen. Das ist natürlich immer super. Ich könnte auch mal ein Feuerschild hier hinsetzen. Das heißt, wenn sie vorbeikommen, entzünden sie. Und dann dahinter wollte ich eigentlich Minen setzen. Aber habe ich falsch getastet. Oh nein, jetzt darf ich nicht von meinen eigenen Minen hier weggeschleudert werden. Das wäre suboptimal. Aber es hat funktioniert. So, den hier können wir mit ein paar Minen natürlich auch exzessiv schaden. Da kann es so exzessiv schaden. So, da entrüsten wir ihn. Er ist entrüstet darüber. Habe ich doch immer gewusst. Zack. Einmal hier, einmal da, direkt noch, wo er rennt. Schön. Ich bin zwar hingefallen, aber irgendwas Schweres oder so war das jetzt auch nicht. Dann können wir gleich noch ein paar Minen da hinsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass da gleich wer kommt. Richtig. Der wird jetzt sterben. Ja. Okay. Da mich keiner jetzt gerade angreift, gehe ich davon aus, dass das gerade alle waren. Ich bräuchte mal wieder einen Kontrollpunkt. Ah, ich bin an der einen Kontrollpunkt eiskalt vorbei. Oh, hier muss irgendwo ein Hebel sein. Oh, da ist noch einer von denen. Das ist natürlich... Oh nein, was ist das denn? Das ist doch lächerlich. Bestimmt muss man dadurch irgendwie um den Hebel für der Dings zu berühren und weiterkommen kann. Ich fände es so lächerlich. Aber es kann gut sein. Ich traue dem Spiel hier eh alles zu. Nein, ich will mich nicht selbst anzünden. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Einfach ein paar Minen in den Weg hinter mich legen. Da rennt er so oder so rein. So. Dann. So. Was ist das hier für lächerliche Scheiße? Kann ich den anzünden einfach? Nein, natürlich nicht. Kommt da gleich irgendwie raus. So, komm, geh einfach tot. Gegen die anderen Minen. Ja, schöne Kettenreaktion. So erhofft man sich doch aus so einer Situation. Hier hoch muss ich bestimmt. Hier ist Stein. Oh, hier ist der. Oh nein! Der wird da gleich befreit. Und das andere geht zurück und er wird befreit. Aber so 100 Pro. Ja, ja. Ist klar, ist klar. Ist klar. Ah, ne, das ist einer von denen, die man vorher bekämpfen muss. So, jetzt eine Zeitzerrung wäre optimal. Und dann feuern wir einfach die ganze Zeit Feuerbälle. Damit er einfach... Oh nein. Ah, so eine Feuerwand wäre jetzt auch ganz cool. Und einfach reinläuft. So. Nein, Mann, er dreht sich nie komplett um. Weil das Zeitzerrung ist, da ist es einfach langsamer. Kann ich nicht diese so schnell machen, wie ich sonst halt mache. Und ich dann passt es schon auch manchmal nicht. So, zack. Na, genau deswegen halt. So, noch so eine Feuerwand hier hin. Denn ich ziehe mich gleich in die Ecke zurück, falls ihr da noch lebt. So, zack, zack. Einmal schön. Ah, es gibt auch irgendwie den Zauber Fett. Aber den habe ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht. Der ist richtig geil zum Entzünden von Gegnern. Aber ich glaube, ich habe den gar nicht. Den muss ich irgendwie übersehen haben. Naja. Oh, nee. Nicht wirklich, oder? Mann, das besteht ja gerade nur aus Schnetzeln. Oh mein Gott! Was zum Fick war das? Da kommt irgendwas ganz Fieses raus. Bestimmt irgendwie so ein Müllgift, Alter. Was einen so richtig aufregen kann, weil man einfach abkratzt oder sowas. Sieht aus wie so ein Pestarzt. Naja, sie sollten eigentlich keine allzu große Chance hier gegen mich haben. Mann, da kommt dieser miese Pestarzt, Alter, der sieht so fies aus. Einfach nur, weil Pestärzte sehen immer mies aus.
Oh, Bestärzte sind irgendwie voll pestarztig. Jetzt schreibt mich mal an auf Skype, das ist nicht so toll. Ach, bestimmt. Nein. Oh, da habe ich es nicht von den irgendwie entkommen hier. Zack. Okay, da hat er. Ja, hier kriegt jetzt noch Kamin in den Arsch. So, zack, mal Feuerball werfen. Mann, ey. Das ist doch lächerlich. So, ich hoffe, der Pestarzt ist auch gestorben. Oh, ja, seine Waffe ist hier nämlich. Oh, aber er lebt noch. Ich nenne ihn einfach mal Pestarzt, weil er so aussieht. So, bevor ich seine Leiche nicht gefunden habe. Wenn ich, ja! Alter, in größter Acht bleiben. So, jetzt aber, letzter Schaden. Ja. Da liegt auch noch seine Waffe, aber es ist ja die gleiche. Aber ich nehme mal lieber die hier, weil die ist vom Original-Pestarzt. Donnerklinge. Donnerklinge. Eine einfache Klinge erfüllt mit der Macht des Blitzes, wurde den Orks als Vertrauensbeweis von den Kriegsherren verliehen. Schadenstyp, Körper, Mittel und Blitzextras keine. Es sieht bestimmt auch cool aus, wenn man... Naja, sieht gar nicht so knorke aus, aber bestimmt blitzt der Gegner auf, wenn man ihn trifft. So, hier oben wollte ich lang, dann wurde ich rigoros überfallen. So, und ein Kontrollpunkt. Hey! Das ist schön. Wenn ich nur noch wüsste, mit welchem Knopf ich Pause mache, dann würde ich jetzt kurz auf Pause schalten, weil ich etwas nachgucken muss. Mit F11 mache ich... Okay, hier bin ich wieder drin. So. Sollte jetzt hoffentlich auch alles mit der Zeit passen und so. So, oh, was liegt denn hier? Schönes. Ein Tesla-Stab. Kann der denn? Oh, einen schönen Blitz. Was auch immer ich hiermit mache, ich mach's einfach mal. Oh nein, bestimmt kommen da so Gegner oder sowas. Ist hier irgendwas Besonderes oder wieso kann man hier hingehen? Na toll, man kann außen rum. Bringt mir das jetzt irgendwas oder sieht's einfach nur schön aus? Da muss ich hier gar lang. Bringt es mir irgendwelche Vorteile, hier lang gehen zu können? Das ist die große Frage. Hier ist eine fette Balliste. Ach, ich bin hier zurückgegangen. Oh, ach so, okay, ja. Aber das bringt mir ja nichts. Muss man hinterher also auch hier lang gehen können. Oder wie? Boah, anscheinend. Dann hätte ich gar nicht diesen... Ah, doch, Mann. Muss das ja runter machen, okay. So, ach, Mann. Wie ich es hasse. Diese fetten Typen, die einfach nur mit ihren fetten Kanonen schießen, können nichts anderes. Sind sie leider auch gemacht. Ach Mann, ich kann nicht nach oben schießen. Ganz nicht. Funktioniert mich auch noch selber, weil ich nicht nach oben schießen kann. Es ist so lächerlich. Es ist wirklich lächerlich, aber... Nein! Was ist das denn für lächerliche Ran? Oh my fucking Jesus! Eieieiei! Das ist mehr als lächerlich. Aber so richtig. Das ist aber sowas von viel mehr als lächerlich. Drei von diesen fetten Teilen. Alter, nein. Das kann nicht angehen. Alter, das ist sowas von lächerlich. Das ist sowas von viel, viel mehr als lächerlich. Ach du Scheiße, ich brenne. Okay, das habe ich jetzt gar nicht richtig geplant. So, der da hinten ist verbrannt. Oh ja, einer ist weg. Oh ja. Du verbrennst ja auch mal schön, schön. Jetzt hau ich den hier noch weg. Am besten mit einer Zeitzerrung. Oh mein Gott. Alter, dieser riese, fiese Hammer. Dieser miese, fiese Riesenhammer. Okay, sein Kumpel greift ihn noch hier ein bisschen an. Okay, wenn er will. Oh, schön, so geht das, Alter, mit ein paar Feuerbällen einfach im Dauerfeuer. Zack. So, dann kann ich mich jetzt auch hier dem mies fiesen Fernkämpfer widmen. Oh mein Gott, oh, das setzt dazu so einen miesen Schuss an. Der ist wirklich richtig fies, weil einfach, wenn der trifft, ja, so viel Schaden. Sehen wir uns im nächsten Part wahrscheinlich wieder, wenn ich ihn besiege.